Ein Buckel Volvo für 12.444 Euro. Oldtimer-Experte Uli hat den alten Schweden im Internet entdeckt. Ja, guten Tag, mein Name ist Uli Höppl. Ich rufe an wegen der Anzeige im Internet zu dem Volvo. Für 12.444 Euro. Ja, genau. Kann ich den mal anschauen, bitte? Prima, wenn es geht, gleich. Ja, okay. Bis dann. Tschüss. Der angebotene Volvo, Baujahr 1954, hat zwei Vorbesitzer. 28 Jahre lief er in Schweden, die nächsten 28 in Deutschland. Hallo, guten Tag, mein Name ist Uli Höppl. Dietmar Leuch, grüß Gott. Und das ist das schöne Stück hier? Das ist das schöne Stück. Offiziell hört das schöne Stück auf den Namen Volvo PV 444. Die geteilte Frontscheibe kennzeichnet die erste Modellreihe bis 1958. Die Schwalbe auf der Haube war der Spezialversion vorbehalten. Die rundliche Heckpartie ist schuld am wenig schmeichelhaften Kosenamen Buckel-Volvo. Das Interieur, ein Gesamtkunstwerk im Art-Deco-Stil inklusive zeitgenössischer Blumenvase. Der Lack ist ja wirklich sensationell. Der ist ohne jede Orangenhaut, ohne Beule, ohne Hagelschaden. Haben Sie den lackieren lassen, Herr Leuch? Nein, das hat der Vorbesitzer machen lassen, bevor er ihn abgegeben hat, vor 28 Jahren. Wahnsinn. Also nur durch Ihre Pflege hat man das so erhalten können, den Lack. Das Spaltmaß der Türe absolut einwandfrei, vorne und hinten gleich. Das ist wirklich toll. Das ist der originale Warzenblinker. Manch ein TÜV-Prüfer sagt, das reicht mir nicht, da muss man was nachrüsten. Und diese Blinkanlage vorne und hinten ist auch nachgerüstet worden unter Ihrer Regie. Das ist in meiner Regie gemacht worden. Ist ja auf jeden Fall auch ein Sicherheitsplus. Und äußerlich die einzige Abweichung vom Originalzustand. Ich sehe, der Innenraum ist wirklich tadellos. Die Stoffe sind wunderbar bezogen. Aber das haben Sie dann nachträglich machen lassen. Das ist nachträglich gemacht, weil die alten verschlissen waren. Aber es ist ein originaler Volvo-Stoff. Ich sehe, der hat da noch den originalen runden Tacho drin. Später ist es dann zu einem Bandtacho geworden. Das ist wegen des Exportes nach Amerika notwendig geworden. Dort fährt man mit Bandtacho. Technisch setzt Volvo 1954 dagegen auf altbewährtes. Der 1,4-Liter-Motor leistet sanfte 44 PS. Der Motor ist ein alter Bekannter, 100.000-fach gebaut. Das ist ein langhubiger Vierzylinder. Der mag alles, solange er nicht allzu hoch drehen muss. Beim Volvo ist es interessant mit der Fahrgestellnummer. Die haben bei der Fahrgestellnummer 1 angefangen. Und das ist der 49.924. Buckel-Volvo. Sehr interessant, die zweite Zündspule hier. Die hat man im Falle von einem Defekt einfach umstecken können. Und schon ging es weiter durch den schwedischen tiefen, tiefen Wald. Könnte ich vielleicht mal eine Probefahrt machen? Oh, selbstverständlich. Ich würde aber gerne mitfahren. Dem Besitzer fällt der Abschied sichtlich schwer. Schließlich hat er den Volvo 28 Jahre lang gehegt und gepflegt. Der Buckel-Volvo gilt als schwedisches Äquivalent zum Käfer. Konzipiert als erschwingliches Auto für die Massen, verkaufte er sich in 20 Baujahren 440.000 Mal. Massenware ist er trotzdem nicht. Mit seiner pummeligen Form traut man dem Wagen eigentlich nicht viel mehr zu, als eine gemütliche Hochzeitsgesellschaft spazieren zu fahren oder ein wenig durch die Landschaft zu gondeln. Aber der hat es faustdick hinter den Ohren. Früher haben sich die Leute einfach ihren Rennoverall angezogen und sind damit die härtesten Rallyes der Welt gefahren. In Afrika, in Schweden und auch in Deutschland. Und haben sie auch gewonnen. Genau mit diesem Autotyp. Sensationell. 1958 wurde der Schwede Gunnar Andersson auf Volvo PV 444 sogar Rallye-Europameister. Besonders auf Langstreckenrennen wie der legendären Safari-Rallye profitierte der Buckel-Volvo von seiner robusten Konstruktion. Er war zwar nicht unbedingt der Schnellste, hat aber zumeist den längsten Atem. Solide wie Schwedenstahl. Im Fall des Buckel-Volvo keine Phrase. Die Ingenieure waren von der Qualität derart überzeugt, dass sie den Wagen 1954 inklusive 5-Jahres-Garantie verkauften. Damals Standard, heute gewöhnungsbedürftig. Das Getriebe mit nicht synchronisiertem ersten Gang. Der erste Gang heult etwas. Da sind die Getrieberäder anders verzahnt. Jetzt ist das Heulen entschwunden. Wir sind im zweiten Gang. Ab 30 Stundenkilometer kann der schon eingelegt werden. Und mit dem dritten Gang sind wir schon am Ende der Fahnenstange. Das reicht bis etwa 105 km/h, 110 km/h. Aber als Dauergeschwindigkeit würde ich 100 als obere Grenze empfehlen. Die Silhouette des Volvo erinnert entfernt an einen überdimensionalen Käfer.
Wer genau hinsieht, entdeckt jedoch eine liebevoll gestaltete Designskulptur, die gerade in ihrer unverfälschten Urform am stärksten beeindruckt. Witzig sind die kleinen Scheiben. Man hat ja früher keine gebogenen Scheiben machen können. Hat man schon, aber das war einfach zu teuer. Und so hat man zwei einzelne Scheiben vorne und hinten dieses Art Brezelfenster auch in einzelnen geteilten Scheiben zusammengebaut. Das Brezelfenster im Heck ist zwar schön, schränkt die Sicht nach hinten aber deutlich ein. Erstaunlich, subjektiv betrachtet fühlt sich der 56 Jahre alte Volvo auf der Probefahrt an wie ein Neuwagen. Die Lenkung von diesem Exemplar arbeitet wie alles vollkommen spielfrei. Hier klappert nichts, hier scheppert nichts, das Fahrwerk ist schön hart. Die Öldruckstoßdämpfer scheinen auch in tadellosem Zustand zu sein. Auch wenn die Schweden in puncto Sicherheit Vorreiter waren, Gurte gab es im Buckel Volvo serienmäßig erst ab 1959. Scheibenbremsen für diese Modellreihe gar nicht. Die Bremsanlage ist komplett überholt. Es handelt sich um 4 Trommelbremsen, ein einkreishydraulisches System. Schauen wir mal, wie die Handwerker gearbeitet haben. Ich bremse und lasse das Lenkrad los. Wow, der Wagen bleibt hundertprozentig in seiner Spur. Da haben die Jungs wirklich einen guten Job gemacht. Technisch zeigt der Volvo keine Schwächen. Doch ursprünglich kommt der Wagen aus Südschweden und hat zumindest seine Jugend in Schnee, Eis und Salz verbracht. Und Rost ist auch bei Schwedenstahl ein Thema. Ah, interessant, da ist ja der ganze Unterboden doch relativ dick mit Material überzogen. Sie wissen halt euch, was das ist. Das ist DIN-0. DIN-0 ist das. Mhm. So, manche TÜV hat sogar ein Problem, wenn die Unterbodenschutzreste oder die Hohlraumkonservierung zu dick drauf ist, weil er dann nicht mehr erkennen kann, ob drunten vielleicht Rost ist. Er muss dann etwas mehr mit seinem Schraubenzieher pochen. Er hätte sogar die Möglichkeit, im Extremfall zu sagen, der Unterbodenschutz muss entfernt werden. Aber das wird er bei diesem Auto mit Sicherheit nicht machen. Man sieht ja, dass er ganz hervorragend in der Substanz ist. Die Bremsanlage ist hier schön an den neuen Schläuchen zu erkennen. Und hier sogar ein neuer Hauptbremszylinder ist reingekommen. War der eigentlich teuer, Herr Lorch? Das hält sich in Grenzen, unter 50 Euro. Unter 50 Euro, das ist eigentlich sensationell billig. Ja. Rechnungen für alle Arbeiten hat der Besitzer sorgfältig archiviert. Motor und Getriebe wurden vor kurzem komplett überholt und sind knochentrocken. Der Mittelschalldämpfer wird wahrscheinlich auch sensationell günstig sein bei dem Auto. Den gibt es nämlich überhaupt gar nicht. Das erklärt vielleicht auch den etwas kernigen, sportlichen Motorsound hier. Mhm. Am Innenschweller sieht man schon, er ist schon mal von vorne bis hinten geschweißt worden. Handwerklich einigermaßen korrekt. Ist es unter Ihrer Regie entstanden? Nein, das ist bereits 1982 gemacht worden von dem Vorbesitzer, bevor der den Wagen neu lackiert hat, hat er noch einmal die rostempfindlichen Stellen überschweißt, damit ja nichts passiert. Hier hinten gibt es nichts Aufregendes mehr. Die Starrachse mit den neuen Bremsschläuchen und sogar 2 neue Fangbänder sind hier dran. Prima. Also hallo euch, wir haben ja Ihren Wagen jetzt ganz genau angeschaut und er ist wirklich in einem hervorragenden Zustand. Er ist technisch praktisch kein Mangel. Ja. Auch optisch schaut er wirklich sehr, sehr gut aus. Der Preis von 12.444 Euro, da will ich auch gar nicht lang rumverhandeln. Ich glaube, Ihnen ist etwas anderes wichtig, wer den Wagen bekommen soll. Ich würde gerne jemanden geben, der diesen Wagen weiterhin pflegt, weiterhin erhält und der willens ist, die Lebensdauer dieses Fahrzeugs noch möglichst lange hinauszuziehen. Praktisch abzugeben, nur in gute Hände. Nur in gute Hände, wenn es irgendwie geht. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, Herr Leuch. Bis bald einmal in Euching. Wiederschauen. Für 12.444 Euro müsste der Buckel Volvo einen guten Zustand 2 erfüllen. Komplette Originalität, vorbildlich gewartete Technik und frischer TÜV sind dafür beste Voraussetzungen. Einziger Wermutstropfen, unter der dicken Versiegelung verbirgt sich ein vor langer Zeit geschweißter Schweller. Doch für einen Mit-50er ist der Volvo noch verdammt rüstig. Ganz ehrlich, der Volvo, der ist sowas wie ein Fünfer im Lotto. Ich meine, wo gibt's sowas? Noch 28 Jahre im Besitz und vorher in erster Hand nochmal 28 Jahre. Offensichtlich gehegt und gepflegt bis zum Abwinken. Jetzt in einem unglaublichen, hervorragenden Zustand. Alles glänzt, alles gleißt. Die Fahrtüchtigkeit ist uneingeschränkt gegeben. Frisch Bremse gemacht. Ich würde sagen, quält den Mann nicht mehr lange. Denn der Abschiedsschmerz war ihm wirklich ins Gesicht geschrieben. Geht hin, zahlt das Geld, kauft den Wagen und habt lange viel Spaß damit.